Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Video über GastroMaps. Diesmal geht es um die Vorteile und Funktionen. Also was macht das Online-Portal so besonders und warum werden die Nutzer von dieser Plattform so begeistert sein? Folgen Sie mir jetzt weiter am Schirm. Bevor ich mit den Details starte, möchte ich unbedingt nochmals darauf hinweisen, dass das Layout von GastroMaps vorwiegend für die Nutzer von Smartphones erstellt wurde. Die Startseite, die Seite für Fragen und Antworten sowie die Vergleichstabelle sind jedoch auf größeren Bildschirmen übersichtlicher. Sie finden die Links zu diesen Seiten ganz unten im blauen Fußbereich. Schauen Sie sich dieses Video am besten auch auf einem größeren Display an oder wechseln in das Querformat auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Jede Region hat ihre eigene Startseite, nennen wir sie Hauptansicht. Und jede Hauptansicht beinhaltet 6 Rubriken, die sich über Menüpunkte ansteuern lassen. Als erstes wäre das einmal die Rubrik Betriebe, als zweites Karte und Routenplaner, gefolgt von Mobilität. Als viertes findet man Freizeittipps, darunter auch Aktuelles, wie verschiedene Veranstaltungen in der Region. Und als sechsten Punkt das Wetter, aktuelles Wetter mit Vorhersage. Zwei von diesen Punkten betrachten wir jetzt näher, weil sie die höchste Aussagekraft für Sie als Betriebswirt haben und der Kern von GastroMaps sind. Als erstes schauen wir uns einmal Betriebe an. Da finden sich mehrere Felder oder Kacheln und jedes dieser Kacheln ist einem Betrieb zugeordnet. Man sieht da sofort den Betriebsnamen, die Lokalkategorie, den aktuellen Öffnungsstatus und die herkömmlichen Öffnungszeiten an diesem Tag oder an anderen Tagen. Die Nutzer eines Premium-Eintrages können jederzeit mit dem persönlichen Login die Öffnungszeiten ändern und einen beliebigen Zusatztext erfassen. Dieser Zusatztext wird auch auf der Hauptansicht ausgegeben. Zum Beispiel, man hat geöffnet und es findet eine besondere Veranstaltung statt, Barbecue, Weinverkostung oder so etwas, ist es dann hier auch ersichtlich. Ebenfalls bei geschlossenen Status, wenn ab einer gewissen Uhrzeit eine geschlossene Gesellschaft vor Ort ist oder nur mit Reservierung ein Buffet zugänglich ist. Die Änderungen lassen sich jederzeit und egal ob mit Computer, Tablet oder Smartphone in Echtzeit aktualisieren. Ganz neu bei GastroMaps ist der Schlagwortfilter oder Tagfilter. Der ist sehr nützlich, wenn man schon vorab abstecken kann, wo man unterwegs ist, zum Beispiel hier auf dem Radweg B12. Man möchte ein Mittagsmenü einnehmen und hat vielleicht noch vor, mit Karte zu zahlen, dann wird das jeweilige Lokal sofort ausgegeben. Die Schlagworte werden zukünftig erweitert und können pro Region angepasst werden. Kommen wir nun zur zweiten Rubrik, und zwar Karte und Routenplaner. Ist dort eine Karte ersichtlich? Diese Karte sind sämtliche Lokale dieser Region mit auffälligen Markern versehen. Diese kann ich direkt anwählen. Über Details gelangt man direkt zum Lokaleintrag. Und es gibt die Möglichkeit, sich orten zu lassen, indem man den Standort verwendet. Und man kann dann auf der Karte das jeweilige Lokal aussuchen. Die Route wird auch angezeigt. Sofern man seinen Standort direkt kennt, kann man auch unter Adresse den Ort, die Straße oder die Postleitzahl eingeben und kann sich die Route anzeigen lassen. Wir werden da jetzt Mörbisch wählen und auf Route klicken. Dann bekomme ich mir die Route angezeigt, die Kilometer, die Fahrzeit. Der nächste Schritt bringt uns direkt zum Lokaleintrag. In diesem Fall
Schauen wir auf die Details vom heutigen Lokal Schemitz. Das ist jetzt auch eine Premium-Variante des Lokaleintrags von GastroMaps. Als erstes befindet sich hier eine Außenansicht, damit der Nutzer sofort bei kurzem Blick auch das Lokal erkennen kann, gefolgt von den Tags. Im Adress- und Kontaktbereich befindet sich Festnetz- und Mobilfunknummer. Diese sind natürlich direkt verknüpft und können vom Smartphone gewählt werden. Auch die E-Mail-Adresse lässt sich direkt aufrufen und ein E-Mail schicken. Weitere Infos nach der Adresse sind die Zahlungsarten, die Spezialtage, in dem Fall ist es dann der Stelzentag, gefolgt von den Öffnungszeiten, sowie eine Innenansicht und eine Außenansicht für den jeweiligen Betrieb. Natürlich sind die Webseite bzw. die Social Media Konten verlinkt und können direkt aufgerufen werden. Und Premium-Einträge beinhalten noch einen eigenen Routenplaner-Eintrag, damit man das ausgewählte Lokal direkt auffinden kann. Auch hier wieder über Standortorten oder mit der Adresseeingabe gelange ich direkt zum Lokal. Ich freue mich, wenn GastroMaps Ihr Interesse geweckt hat und Sie sich noch das nächste Video über die weiteren nützlichen Inhalte ansehen.